Hallo, mein Name ist Thor Alexander. Ich begrüße euch beim heutigen Podcast zu DeFi.jetzt oder konkret Geld bis DeFi. Wie gesagt, mein Name ist Thor Alexander. Ich bin Autor einiger Kryptobücher, unter anderem auch von Dezentralem Geld. Ja, hallo, guten Abend. Mein Name ist Ralf Knobloch und ich bin der Gründer des Blockchain-Meetup Saxony und mache zusammen mit dem Thor Alexander diesen Podcast. Und wir haben heute auch einen Gast. Das ist, stelle ich mal vor. Ja, hallo, genau. Ich bin der Mario und ich bin heute zu Gast hier und ich werde im zweiten Teil dieses Podcasts etwas über DeFi erzählen. Prima. Hallo, Mario. Das heißt, der heutige Podcast ist zweigeteilt. Wir werden heute über das Thema Geld und Smart Contracts reden und im zweiten Teil werden wir uns intensiver mit Decentralized Finance, mit DeFi beschäftigen. Und da haben wir uns, wie gesagt, Verstärkung geholt vom Mario. So, dann schlage ich vor, wir legen mal los. Ja, was ist denn eigentlich Geld, Thor? Kannst du das mal erklären? Ja, kann ich. Ich habe mich ja da intensiv mit meinem Buch oder in meinem Buch Dezentrales Geld beschäftigt und eigentlich davor auch schon. Und es gibt eine recht einfache Definition, was Geld ist. Geld ist Glaubenssache. Du glaubst, das Geld hat einen Wert und ich glaube das auch. Und dann funktioniert der Tausch. Also manche sagen aber auch, Geld ist Vertrauen oder Vertrauenssache. Wenn man so mit Geopolitikern und Wirtschaftlern und Ökonomen redet, die sagen teilweise auch, Geld informiert über Warenflüsse. Finde ich auch interessant. Das heißt, wenn ich dir Geld gebe, Ralf, heißt es ja, dass ich dir von dir irgendwas bekommen habe. Also zum Beispiel Waren, kann natürlich auch anderes Geld gewesen sein. Und indem ich diesen Geldfluss, sagen wir mal, irgendwo im elektronischen Zahlungssystem sehe, bemerke, kann ich ja sagen, dass dann bidirektional, also in der anderen Richtung, auch irgendwas an Werten dem Besitzer gewechselt hat. So wichtig ja. Beim... Sagen wir, Informationen können doch auch Geld kosten, oder? Ja, das ist richtig. Also Ware ist jetzt ein recht breiter Begriff. Das kann auch eine Dienstleistung sein, das kann eine Information sein, das kann aber auch eine Spende sein. Also dieser Warenfluss ist jetzt nicht so wörtlich zu nehmen, ist ein kurzes Wort, was aber eine sehr breite Definition oder Bedeutung haben kann. Aber in der Regel sind es Waren. So, und bei Geld ist es ja so, dass Geld mehrere Funktionen hat. Also bei mir hat Geld 4 Funktionen, aber die meisten Ökonomen sagen, Geld hat 3 Funktionen. Und die wichtigste Funktion von Geld ist, dass Geld als universelles Tauschmittel funktioniert. Wir hatten das ja schon im ersten Teil mal kurz diskutiert. Das heißt, ich kann... Wenn ich jetzt Eier habe, die Eier kann ich nicht lange lagern. Da ist es günstiger, die Eier relativ schnell in Geld zu tauschen. Und wenn ich dann Geld für einen neuen Hühnerstall brauche, dann nehme ich halt dieses Geld aus Hunderten, Tausenden von Eiern, um die Baufirma zu bezahlen, die mir einen neuen Hühnerstall baut, zum Beispiel. Hast du jetzt angefangen, Hühner zu züchten, damit die Geld legen, oder? Nee, noch nicht. Aber ich überlege halt, mich autark zu machen. Okay. War jetzt ein Spaß. Aber ich habe da zumindest schon eine zweite Sache mit erwähnt jetzt, Wertspeicher. Das heißt, ich kann Werte in Geld speichern. Das heißt, die Hühnereier verderben ja nach einer Weile, je nachdem, wie gut ich die lagere oder wie kühl. Und ich kann aber diesen Wert der Eier in Geld länger speichern. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, Geld ist ein Wertmaßstab oder ein einheitliches Bezugssystem, wie du es letztes Mal auch genannt hattest. Das heißt, ich kann die Eier in Geld umrechnen. Also sagen wir, ein Ei ist, 10 Cent wert und kann dann 10 Eier gegen, was kostet ein Euro, eine große Flasche Wasser oder sowas.
Und da könnte ich die 10 Eier gegen die Flasche Wasser direkt tauschen, ohne jetzt den Umweg über Geld machen zu müssen. Und das ist halt auch ein wichtiges Kriterium für Geld. Und die vierte Funktion bei mir, in meiner Verständnis oder in meinem Verständnis von Geld, ist, dass ich Geld aus Geld mehr Geld machen kann. Das heißt, ich habe die Zinsfunktion im Geld drin, ähnlich wie bei Naturprodukten oder wie bei Schafen, wo ich einen Naturalzins habe. Wenn das Schaf Junge kriegt, habe ich ja dann später 2 Schafe oder 3. Und genauso kann ich hier, wenn ich das Geld verborge, bekomme ich dann hoffentlich irgendwann mehr Geld wieder zurück. Und wenn ich Pech habe... Das Geld ist aber monogenderisch, oder gibt es bei Geld auch, wie das bei den Schafen ist, sowas wie weibliches und männliches Geld, damit es besser vermehrt? Na, aber das würde ich jetzt vielleicht weniger sagen. Geld ist leider genderfrei. Ich würde natürlich weibliches Geld bevorzugen als Mann, aber es gibt gutes und schlechtes Geld. Ja. So, und du kennst ja den Spruch von mir: Gutes Geld behält man und schlechtes Geld gibt man aus. Und das ist der Grund, warum du heute keine Bitcoin kriegst von mir, Ralf. Naja, ist klar. Aber bei den Zinsen, da ist es ja so, also ich habe das mal, naja, ich habe es sogar, glaube ich, mal gelesen, dass im Koran steht, man soll keine Zinsen verwenden. Was hat denn das damit zu tun, dass man im Koran, also in islamischen Ländern, bei den Banken angeblich keinen Zins bekommt? Wie vermehren die denn ihr Geld international? Kannst du dazu was sagen? Naja gut, es gibt, kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, aber es gibt halt die Möglichkeit, dass du das nicht Zins nennst, sondern du nennst es halt Gebühr. Und das Problem bei dem Zins ist aber der Zinseszins. Das heißt, ich borge dir 1.000 Euro und das hat einen jährlichen Zins, sage ich es mal, von 10%, um es jetzt einfach zu rechnen. Und das heißt, nach einem Jahr schuldest du mir 1.100 Euro. Und dann musst du im nächsten Jahr auf die 1.100 Euro wieder 10% Zinsen zahlen. Und wenn ich jetzt eine Gebühr habe, so eine Verleihgebühr, dann ist die nicht mit Zinseszinseffekt, sondern die ist halt dann eindimensional und auch nicht exponentiell. Ab wann kann man denn von ungebührendem Zins sprechen? Man nennt das ja auch Wucher. Das ist richtig, ja. Dann die Frage, aber das ist auch wieder so eine moralische Sache. Ab wann ist ein Zins Wucher? Aber es ist schon richtig, es ist meistens in der Regel ein hoher Zins. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich borg dir 1.000 Euro und ich möchte pro Monat von dir 10% Zinsen haben, dann kann man schon sagen, das ist Wucher, das ist unsittlich, unmoralisch und verstößt auf alle Fälle gegen den Koran. Aber gegen die Bibel, meines Wissens, verstößt das nicht. Nur ist es ja auch so, wenn man in verschiedenen Ländern ist, dann gibt es ja unterschiedliche Dinge, die dort Geld heißen. In dem einen ist es der Dollar, bei uns ist es der Euro, in China der Renminbi, glaube ich, das Papiergeld zumindest. Was ist denn da? Warum ist denn Geld nicht überall gleich? Oder heißt es gleich? Ja, also du spielst jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Unterschied zwischen Geld und Währung an, aber vielleicht erstmal deine Frage konkret beantwortet. Geld ist natürlich auch Macht. Das heißt, wer über das Geld bestimmt, bestimmt, wonach die Leute gierig oder süchtig sind. Und sagen wir mal, Regierungen, Fürsten, Herzöge waren es früher oder auch andere Vereinigungen, haben halt in ihren Einflussbereich bestimmte Sachen zu Geld erhoben. Und dadurch haben sie zwar den Austausch gefördert, aber haben natürlich auch die Leute gelenkt, dieses Geld zu benutzen und auch nach diesem Geld süchtig zu werden, um in diesem System Dienstleistungen, Produkte oder wie auch immer konsumieren oder tauschen zu können. Und den Unterschied zwischen Geld und Währung, der kommt ja auch immer öfters auf. Da gibt es auch verschiedene Meinungen. Bei mir ist Währung die Maßeinheit für Geld. Also Euro, Dollar, Yuan oder wie du sagst, Renminbi oder Rubel, das sind für mich Währung. Und 10 Rubel, 5 Dollar, 3 Euro ist ein Beispiel für Geld.
Also Nur wenn wenn ich. es jetzt so viele Währungen, also es gibt ja dann unterschiedliche Währungen, gibt es, ich habe auch davon gehört, dass es verschiedene Arten des Geldes gibt. Was kannst du denn dazu sagen? Ja, es gibt eine ganze, Geld kann man sehr, sehr verschieden gruppieren, gliedern, wie auch immer. Entschuldigung. Also man kann zum Beispiel unterscheiden staatliches Geld und das Gegenteil von staatlichem Geld ist privates Geld. Und privates Geld muss jetzt nicht von einer Privatperson ausgegeben werden oder von einem Privatunternehmen wie beispielsweise der Facebook. Früher hieß es Libra, jetzt heißt es Diem, sondern privat ist in dem Fall das Gegenteil von staatlich. Und privates Geld kann parallel zu staatlichem Geld existieren. Es gibt heute in Deutschland ein Beispiel von einem privaten Geld, was in den Landkreisen Rosenheim und Traunstein als Parallelwährung, als privates Geld existiert. Und das ist der Chiemgauer. Es gibt da auch eine sehr gute Geschichte, die findet man auf YouTube auch. Ich habe es auch in meinem Buch erwähnt. Das ist der Wörgl-Schilling. Das heißt, Wörgl ist eine Stadt zwischen Innsbruck und Kufstein in Tirol. Und als die Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren oder Anfang 30er Jahren im letzten Jahrhundert wütete, hat der Bürgermeister der Stadt Wörgl seinen Gemeinderat überredet, analog dem Chiemgauer einen Wörgl-Schilling einzuführen. Das ist ein Schwundgeld. Und das ist ein Geld, was monatlich an Wert verliert. Und dadurch werden die Leute genötigt, sage ich jetzt mal, das Geld nicht lange zu behalten, nicht zu horten, sondern relativ schnell wieder auszugeben. Und wenn Geld zirkuliert, dann treibt es halt die Wirtschaft an. Und die Gemeinde Wörgl hat halt ihre Bediensteten, ich glaube zu so 50%, in diesen Wörgl-Schilling ausgezahlt. Und das hat aber der österreichischen Nationalbank nicht gefallen, weil unter anderem sich auch der französische Präsident angekündigt hatte, um das Wunder von Wörgl zu besichtigen. Und dann gab es da einiges an Stress und ich glaube auch mit Polizei und Militär. Aber das Ja, ist. so ein Geld hatten wir hier in Mittelsachsen auch. Das nannte sich der Zschopautaler. Das wurde dann aber, hatte auch eben mit diesem Schwundgeld, es sollte umlaufen. Wenn es eine gewisse Zeit nicht umgelaufen ist, hat es ein bisschen an Wert verloren. Aber das wurde dann leider 2014 wieder eingestellt, weil eben zu wenig Beteiligung war. Und gut, aber es gibt immer noch Beispiele, wo das ist. Das kann ich bestätigen. Also es gab auch hier im Raum Stuttgart, gab es mal den. Mit Rot fängt es an, fällt mir jetzt gerade nicht ein. In Norddeutschland gab es was, ich habe das in meinem Buch aufgeführt. Es gab auch in Bristol das Bristol Pound, es gab den Toronto Dollar, das war auch ein Parallelgeld. Und es gibt da recht interessante Sachen. Vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich bin bei den Recherchen zu meinem Buch auch über, weil wir gerade das Thema Währung hatten, über eine Währung ohne Geld gestolpert. Das heißt, in China gab es jahrhundertelang eine Währung, die ohne Geld funktionierte. Ist eine recht interessante Geschichte. Gut, will ich jetzt hier nicht weiter ausführen, sonst verzetteln wir uns. Eine weitere Unterteilung oder Gliederung von Geld oder Unterscheidung von Geld kann halt sein zentrales Geld und dezentrales Geld. Das heißt, zentrales Geld wird zentral ausgegeben, zentral wird da über die Gültigkeit des Geldes entschieden, über die Geldmengenerweiterung und ähnliches. Und ein dezentrales Geld kennen wir ja einige. Und welches dezentrale Geld favorisierst du, Ralf? Welches dezentrale Geld ich favorisiere? Tja, natürlich Kryptogeld. Nee, konkreter. Ich glaube, das fängt mit E an. Ethereum, Ja, ganz klar. genau. Ich bin natürlich Bitcoin-Fan. Ich favorisiere Bitcoin, aber es gibt halt viele dezentrale Gelder. Und dann ist aber natürlich auch wieder die Frage, wie dezentral sind die? Aber dieses Fass können wir mal in einem anderen Podcast aufmachen und auch diskutieren. Eine weitere Unterscheidung ist zwischen Fiat-Geld und gedecktem Geld.
Gedecktes Geld ist Geld, was einen Wert hat, durch einen Wert repräsentiert wird. Also es gab früher in der Anfangszeit, gab es mal das Warngeld, später das Münzgeld. Also Warngeld sind zum Beispiel Muscheln, zum Beispiel Muschelgeld ist bis in die 1960er Jahre in den Oststaaten der Vereinigten Staaten, also an der Ostküste, ist Muschelgeld als Parallelwährung akzeptiert worden. Und Münzgeld, also Gold- oder Silbermünzen oder auch Kupfermünzen, das ist zum Beispiel ein gedecktes Geld, weil das durch den entweder teilweise oder zu 100% durch den Materialwert der Münze gedeckt wird. Und das Fiatgeld, das ist das Geld, was wir heute fast alle verwenden, kommt jetzt nicht von dem italienischen Autobauer, sondern kommt aus dem Lateinischen, aus der Bibel, Fiat Lux, es sei Licht oder es werde Licht. Und so wird ja heute durch die Zentralbanken weltweit Geld produziert. Da eine Frage, wie würdest du denn Pokémon-Karten, die auch einen gewissen Wert darstellen, wo würdest du die denn geldmäßig einordnen, wenn überhaupt? Ja, Pokémon-Karten würde ich jetzt nicht als Geld einordnen, weil es nicht universelles Tauschmittel ist. Es ist halt ein Tauschmittel unter den Sammlern von Pokémon und ähnlichen Karten. Also du kannst dann Pokémon-Karten gegen... In der Schule ist das ein sehr angesehenes Tauschmittel. Seit fast 20 Jahren. Immer noch, ja? Ja. Ist auch gerade wieder ganz stark im Kommen, Pokémon-Karten. Ja. Genau, immer noch. Das kann ich bestätigen. Meine Kinder sind jetzt schon aus dem schulpflichtigen Alter raus, deswegen kann ich da jetzt zu dieser Entwicklung nichts sagen. Aber es gibt ein anderes Warengeld, was jetzt vielleicht nicht an den Schulen so gängiges Tauschmittel ist. Das sind Zigaretten. Und also in Strafanstalten und, muss ich auch sagen, im Dritten Reich zu Zeiten des Krieges, also ein bisschen wo Mangel und Mangelsituation herrschte, waren Zigaretten mit echtem Tabak und nicht mit dem Tabakersatz, den es gab, auch eine Parallelwährung. Also das ist dann auch wieder ein Warengeld. Ja, und was hältst du denn, da gibt es ja noch andere Dinge, wir hatten es vorhin kurz schon angerissen, das Kryptogeld, ja. Was gibt es denn da noch bei dem Ganzen, was so Digitalgeld als Beispiel auch gilt? Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt zum Beispiel auch das Zentralbankgeld. Dieses Zentralbankgeld existiert digital und zwar auf den Rechnern der Zentralbank. Und dieses Zentralbankgeld, sage ich immer, existiert auch haptisch. Das heißt, ich habe Scheine und Münzen. Und das Lustige daran, das Papiergeld ist ja früher entstanden, weil die Leute mit Geld bei den Kaufleuten Münzgeld, also Geld mit einem intrinsischen Wert, hinterlegt haben und die haben dann Schuldscheine oder Quittungen bekommen. Und diese Quittungen haben die getauscht. Und in China war es übrigens auch so, im 2., 3., 4. Jahrhundert ging das los. Da ist der Kaiser aus seinem Palast raus, hat auf dem Markt Silber sich geben lassen und hat dem auf dem Markt ein Stück Papier oder Papyrus gegeben. Und diese Papyrusse des Kaisers sind auch wie Geld getauscht worden. Und Marco Polo hat da sehr begeistert drüber geschrieben. Und was ich aber sagen will, diese Banknoten ohne inneren Wert sind in Deutschland unbeschränktes Zahlungsmittel und Münzen laut Münzgesetz sind beschränktes Zahlungsmittel. Das heißt, jemand darf nur oder kann nur 50 Euro in Münzen, muss er mir abnehmen oder maximal 200 Münzen. Das heißt, wenn ich jetzt da mit einem Sparschwein mit 1000 Münzen komme, muss der andere das nicht als Geld akzeptieren, sondern kann halt verlangen, tausch mal um oder sowas. Ja, aber gerade jetzt, weil du das sagtest, das sind ja dann die Zahlungsmittel, ja. Da gibt es ja, habe ich jetzt gehört, gerade eine laufende Klage, ich weiß nicht, ob das schon entschieden ist, sogar vom Europäischen Gerichtshof, wo jemand, ein Bürger, seine Rundfunkgebühren nicht mehr überweisen wollte, sondern eben mit barem Geld.
Und da hat diese Gebühreneinzugszentrale oder wie das jetzt heißt, der Rundfunkbeitrag halt, die haben dann gesagt, nee, du musst das überweisen und er wollte das nicht. Und da gibt es jetzt ein sehr salomonisches Urteil, wo nicht klar ist, darf er das jetzt weiter oder muss dieses Zahlungsmittel entgegengenommen werden in Form von Scheinen oder nicht in Form der Bezahlung des Rundfunkbeitrages. Also da scheint eine Aufweichung stattzufinden. Nee, das ist ein Kuriosum, das sehe ich anders. Um deine Frage noch ein bisschen zu beantworten, es gibt halt digitales Zentralbankgeld und dann gibt es auch noch Chiralgeld, was auf den Rechnern meiner Bank und deiner Bank und auch auf den Rechnern der Bank von Mario existiert. Und dieses Chiralgeld nennt man Schuldgeld, weil es meistens aufgrund von Krediten entstanden ist und die Banken da nur einen geringen Prozentsatz an Zentralbankgeld, was sie sich auch noch borgen können von der Zentralbank, hinterlegen müssen. Das heißt, die borgen sich 1 Euro von der Zentralbank und können mir 100 Euro verborgen. So, und dieses Geld, was ich der Bank gebe oder was ich auf meinem Konto angeblich habe, ist nur ein Anrecht auf Zentralbankgeld. Und nur das Zentralbankgeld ist per Gesetz das echte Geld. So, und das Komische ist, dass ich beim Finanzamt meine Steuern in Anrecht auf echtes Geld bezahlen muss, dass ich die GEZ oder wie die Nachfolgeorganisation gerade heißt, auch nur mit einem Anrecht auf Zentralbankgeld bezahlen darf. So, und das widerspricht eigentlich den Aussagen im Kreditwesengesetz zu den Banknoten und im Münzgesetz zu den Münzen. Und weil das Chiralgeld ein geduldetes Geld durch die Banken, durch die Zentralbank ist, aber trotzdem im allgemeinen Gebrauch gleichbedeutend zu haptischen, also zu Geld, Münzen und Geldscheinen gebraucht wird. Und Zentralbankgeld können nur wenige Leute rankommen. Das sind erstmal Mitarbeiter der Bundesbank. Die haben auch ein Konto bei der Bundesbank mit digitalem Zentralbankgeld. Aber wenn du eine Bank gründest, hast du auch ein Zentralbankkonto. Ich selber habe kein Zentralbankkonto und kann, solange keine digitale Zentralbankwährung für alle eingeführt wird, auch kein digitales Zentralbankgeld haben. Also ich hätte gerne ein Zentralbankkonto, da muss ich eben nächste Woche eine Bank gründen. Weißt du, was für die Gründung einer Bank alles notwendig ist? Ja, ich habe einen Bekannten, der macht das gerade. Naja, nach meinem Wissensstand ist ein Finanzwirt brauchst du und dann noch einen zweiten und dann noch ein bisschen IT und dann kannst du eine Bank gründen. Nee, du brauchst auch noch Zentralbankgeld oder Anrecht auf Zentralbankgeld. Ich glaube, also ein paar 5 Millionen oder 5 oder 50 Millionen, also irgendwas aber mit 5 vorne. Vielleicht gehen wir mal noch ein bisschen weiter. Du hast jetzt sozusagen das Zentralbankgeld ein bisschen erklärt und dieses Münz- und Papiergeld, ja, da sind wir. Ist das dann schon alles oder gibt es dann auch noch irgendwie sowas? Ich habe mal den Begriff gehört, Vollgeld. Ja, also es gibt viele Arten von Geldern, je nachdem, wie man das Geld unterscheiden möchte. Das ist jetzt hier nur eine oberflächliche, vereinfachte Betrachtung, um jetzt unsere Zuhörer und Zuseher nicht zu stark zu verwirren. Man kann das noch ein bisschen ausführlicher und detaillierter auch abhandeln. Im Wesentlichen, es gibt das Vollgeld und das Vollgeld ist quasi das offizielle Geld. Um es jetzt einfach zu erklären, man kann es noch wesentlich komplizierter und technischer erklären. Das Vollgeld ist im Prinzip gleichbedeutend mit dem Zentralbankgeld. So, es gibt das Chiralgeld, das Buchgeld, das Schuldgeld, was jetzt nur auf Konten irgendwo digital oder in einem Kontobuch existiert. Gibt es auch noch. Dann Schwundgeld, hatte ich ja erwähnt, wie zum Beispiel den Chiemgauer oder auch den Wörgl-Schilling und noch viele andere Schwundgelder. Und es gibt natürlich auch noch Spielgeld. Also wenn du in ein Casino gehst, zu einer Spielbank, kriegst du ja Chips. Und die eigentlich Anrecht auf entweder auf echtes Geld oder auf, sagen wir mal, Chiralgeld sind.
Und im Kryptobereich haben wir sowas auch. Wir haben zum Beispiel die Stablecoins, die ich ja als IOU-Coins oder IOU-Token bezeichne, können wir später nochmal erklären, die auch wieder ein Anrecht auf Zentralbankgeld bedeuten oder ein Anrecht auf ein Bitcoin oder ein Anrecht auf Ethereum oder was auch immer. Und übrigens, Bitcoin und Ethereum sind auch Vollgelder. Ich hatte mal vor Jahren einen Bundesbanker getroffen und der hat mir das dann auch bestätigt, dass Bitcoin ein Vollgeld ist. Und das fand ich damals bemerkenswert, weil ich bin ja jetzt nicht so in diesem Bereich zu stark so zu Hause, sodass ich den Begriff erst vor Jahren... Welche Geldarten oder Geldformen gibt es denn in Deutschland alle? Kryptogeld gibt es da auch, ne? Ja, ich habe in meinem Buch eine Folie mal, oder die habe ich mal hier rausgezogen. In Deutschland gibt es gesetzlich verordnete Zahlungsmittel. Das sind Zentralbankgeld und es ist geduldetes von der Zentralbank Chiralgeld, Schuldgeld, weil das ja auf Basis von Krediten immer entsteht. Das ist ein Anrecht auf Bargeld. Und dieses Zentralbankgeld kann man gliedern, meiner Meinung nach, in haptisches Zentralbankgeld, also Bargeld und Cash. Dieser Begriff kommt nicht aus dem Englischen oder aus dem Indischen, sondern kommt aus dem Chinesischen. Und den gibt es wirklich eine deutsche Übersetzung, die das mit K, Ä und Schule schreibt. Und dann gibt es halt als nicht haptisches Zentralbankgeld, das, wie bereits erwähnt, das elektronische Zentralbankgeld. Und das Papiergeld ist das einzig beschränkte Zahlungsmittel. Und da gibt es auch ein entsprechendes Gesetz und das Münzgeld, das ist auch im Münzgeldgesetz beschrieben. Also Gelder kann man, wenn man es jetzt historisch betrachtet zum Beispiel, kann man auch sagen, die ersten Gelder waren Warengelder, also Muschelgeld oder auch andere Sachen. Dann ist durch Krösus das Münzgeld eingeführt worden, Gold- und Silbermünzen. Und das Umtauschverhältnis war übrigens damals 1:13. Das heißt, 13 Silbermünzen entsprachen einer Goldmünze. Wird das heute durch den Gold- und Silberpreis noch wiedergespiegelt, dieses Verhältnis? Nee. Weißt du das? Nee, wird nicht wiedergespiegelt. Es gibt eine Gold-Silber-Ratio-Strategie, wo man quasi die... Ich meine, Gold- und Silberpreise schwanken ja gegenüber Euro, Dollar und den Fiat-Währungen. Aber Gold und Silber schwanken auch zueinander. Und letztes Jahr, als die große Krise, also im Jahr 2020, im März, wo der Aktienmarkt zu über 30% eingebrochen war, zu diesem Zeitpunkt war eine Gold-Silber-Ratio von 123. Das heißt, für eine Goldmünze habe ich 123 Silbermünzen bekommen, weil da der Goldpreis durch die Decke nach oben gegangen ist. Und diese Gold-Silber-Ratio ist zurückgegangen zur Jahreswende 2020-21, lag die Ratio bei 1:72 und mittlerweile ist die, glaube ich, bei 1:67, als ich das letzte Mal im Februar 2021 da mal nachgeguckt hatte. Und es gibt so einen Zielkorridor in den letzten 50 bis 80 Jahren, dass man sagt, dass das Verhältnis, was da so durchschnittlich war, war 1:50. Das heißt, für 50 Silbermünzen hast du eine Goldmünze bekommen. Also ich wiederhole nochmal kurz, ganz früher gab es das Warengeld, daraus ist das Münzgeld, hat sich entwickelt. Durch das Hinterlegen der Münzen ist das Papiergeld entstanden und das hat sich dann weiterentwickelt zu dem Symbol oder Kartengeld oder Plastikkartengeld und das heutige Geld, was jetzt zur Diskussion steht, ist Digitalgeld und da ist natürlich auch ein Vertreter davon die Kryptogeld oder die Kryptowährung und das Kryptogeld. Und Kryptogeld hat den Namen daher bekommen, weil das Geld kryptografisch gesichertes Geld ist und es unterscheidet sich maßgeblich von Zentralbankgeld oder Zentralbankwährung. Bei einer Zentralbankwährung habe ich eine zentrale Instanz, die darüber entscheidet und bei den Kryptowährungen ist es die Gemeinschaft der Nutzer. Aber Kryptogeld ist, kann man sagen, ist doch immer digitale auch.
Das ist richtig. Kryptogeld ist immer digital, weil die Kryptografie, die da verwendet wird, halt nur digital funktioniert. Und es gibt Kriterien für Kryptogeld. Wann ist ein Geld eine Kryptowährung oder eine Kryptogeld? Die will ich mal ganz kurz nennen. Das sind einige Stück, sechs Stück. Und zwar offen für den Zugriff durch jeden sollte dies die Kryptowährung sein. Sie wirkt grenzenlos und global. Und wichtig, jede Kryptowährung ist zensurresistent. Das heißt, keine staatliche Autorität kann das Geld beschlagnahmen, wegnehmen oder für ungültig erklären oder auch nur einfrieren. Wichtig auch, Kryptowährung, Kryptogeld ist neutral. Keine zentrale Entität bestimmt die Regeln, sondern das Netzwerk bestimmt die Regeln. Die Kryptogelder funktionieren im Zusammenhang mit der Blockchain und die Blockchain ist unveränderlich. Das heißt, Transaktionen, die passiert sind, können nicht wieder rückgängig gemacht werden, normalerweise jedenfalls. Und auch wichtig, Kryptotransaktionen sind transparent. Das heißt, der Code und alle Regeln sind nachvollziehbar. Die Transaktion ist nachvollziehbar. Allerdings muss nicht jede Transaktion für jeden nachvollziehbar sein, aber zumindest auch für die beteiligten Personen. Also bei Monero ist es ja so, dass eine Kryptowährung mit viel Privatsphäre, da sehen nur die beteiligten Personen den Wertübergang. Also wenn ich dir 3 Monero überweise, Ralf, dann sehen nur wir beide das und der Mario sieht das nicht. Wie ist denn das eigentlich mit der digitalen Zentralbankwährung? Ist das auch Kryptogeld oder kann das auch nicht Blockchain-basiert das Geld sein? Weiß man oder wissen wir das schon? Ja, das wissen wir schon. Also eine digitale Zentralbankwährung ist auf alle Fälle kein Kryptogeld. Es ist ein Digitalgeld, das ist richtig. Und weil eine digitale Zentralbankwährung ist zensurresistent und sie ist auch nicht neutral. Das heißt, eine Zentrale bestimmt die Regeln und kann Leute ausschließen vom Zahlungsverkehr, kann Guthaben wegnehmen, kann Guthaben einfrieren und theoretisch könnte die Zentralbank auch deine Steuererklärung machen, wenn es nur das einzige Geld digitales Zentralbankwährung wäre. Also wenn es keine Banken mehr gäbe, sondern wenn du nur eine Bank hättest, bei der du alle deine Finanzgeschäfte machst, dann hat die Bank und die Leute, die mit der Bank zusammen abgucken, arbeiten können und in dein Konto reingucken, haben die volle Information, ja, um zu sehen, was du gemacht hast. Nun, das klingt ja ziemlich ungemütlich. Wie bitte? Ja. Das klingt ja ziemlich ungemütlich in meinen Ohren. Ja, ist es. Nicht nach was ich haben möchte. Richtig. Und deswegen gibt es ja Kryptowährung. Und viele verwechseln aber den Begriff. Die denken immer Krypto-Euro oder Krypto-Yuan oder sowas, was natürlich jenseits von Gut und Böse ist. Sicherlich kann man da auch Kryptografie mit verwenden, aber über dieses Geld und über diesen Geldbesitz wird zentral entschieden. Und die Zentralbank entscheidet auch, wie viel neues Geld sie in den Geldkreislauf gibt und wie viel Geld sie aus dem Kreislauf nimmt. Das nennt sich auch Zentralbank-Trilemma. Das heißt, die Zentralbank hat ja die Hauptfunktion Finanzmarktstabilität. Da muss sie zwei Sachen quasi fixieren will von diesen 3 Punkten, muss der dritte fließend sein. Und fließend, das können wir mal in einem anderen Podcast mal näher erläutern. Fließend ist dann in der Regel der Zins und die Geldmenge. Es gibt ja auch, manche sprechen von programmierbarem Geld. Ist programmierbares Geld immer Kryptogeld oder kann es auch Kryptogeld sein? Also programmierbares Geld ist digitales Geld und digitales Geld gliedert sich auf in digitales Zentralbankgeld, in Chiralgeld und in Kryptogeld. Mhm. Das heißt, ich kann auch bei meiner normalen Bank könnte ich theoretisch auch programmierbares Geld haben. Theoretisch. Mhm. Bloß die bietet das nicht an, weil die uralte EDV haben. Was sind denn dann in dem Krypto-Umfeld, laufen häufig Begriffe, die dann heißen Coin,
Münzen und Token in Bezug auf Kryptogeld. Was kannst du denn dazu sagen? Also ich mache eine klare Unterscheidung zwischen Münzen und Token. Und Coin ist die englische Übersetzung von Münze. Die Münzen sind die native Währung in einem Blockchain-Ökosystem, die quasi die Entwickler in Abstimmung mit anderen Teilnehmern des Systems haben entschieden, wie viel neues Geld mit jedem Block in die Welt kommt. Und wenn du einen Token hast, dann existiert dieser Token in einem fremden Ökosystem. Also Token sind Wertmarken, sind Anrechte auf irgendetwas, auf eine Lizenz, auf ein Stück Gold, auf einen Eintritt zu einem Konzert, auf eine Inhaberschaft von einer Immobilie beispielsweise oder eine Teilinhaberschaft oder was auch immer, oder Namensrecht. So, und die Token existieren immer in einem fremden Ökosystem und sind von den Regeln, die in diesem Ökosystem von den Entwicklern gemacht werden, abhängig. Und Token werden meist durch eine zentrale Entität ausgegeben. Also es gibt ein Unternehmen, eine Person oder eine Gruppe von Personen, die einen Token in die Welt setzen, indem sie den Smart Contract für diesen Token veröffentlichen. Und deswegen mache ich einen großen Unterschied zwischen Token und Münze. Also ein Token ist eine Wertmarke und hat, sag mal, ist weniger unveränderbar als eine Münze. Eine Münze kann ich relativ schlecht ändern, weil die Kryptographie des Ökosystems mir das quasi garantiert. Und bei einem Token kann der Ersteller oder der Akzeptierer dieses Tokens sagen, der ist jetzt ungültig, ihr müsst die in neue Token tauschen, Umtauschverhältnis 3:1 oder ähnliches. Und die Münzen in der Kryptowährung oder in der Blockchain, die bleiben zwar auch in der Blockchain drin, aber dort ist die Beeinflussbarkeit durch Zentrale oder durch einzelne Leute geringer, sondern da habe ich halt wirklich die Dezentralität. Der Vorteil von den Token in Krypto-Ökosystemen ist, dass die Token in einem dezentralen Ökosystem übertragen werden können. Aber da gibt es auch Möglichkeiten, dass man Token lockt, also blockiert für eine bestimmte Zeit oder für bestimmte Leute. Also es gibt diverse Sachen. Nun ist es ja so, dass wenn es so viele Arten von Token, die auch unterschiedliche Bedeutungen, Eigenschaften und so weiter haben, da braucht man ja irgendwie mal ein Ordnungssystem, sonst findet sich da ja keiner zurecht. Gibt es so etwas? Ja, da gibt es verschiedene Ordnungssysteme. Wir hatten da beim Blockchain-Institut, hatten wir uns da einige Sachen überlegt, also wie man Token einfach klassifizieren kann. Das sind Bezahltoken, die sind mehr oder weniger gleichgestellt mit Münzen, also wie zum Beispiel Tether oder auch Bitcoin, das wäre jetzt kein Token, aber Fraped Bitcoin auf Ethereum wäre ein Bezahltoken. Dann gibt es Ertragstoken, das so ähnlich wie Wertpapiere, wie Aktien sind. Das heißt, ich habe eine Beteiligung an einer Gruppe, an einem Unternehmen, an irgendwas und kriege da eine Rendite raus. Es gibt Produkttoken, die mir quasi mich berechtigen, ein Produkt zu bekommen, also ein Gramm Gold zum Beispiel. Es gibt Service-Token, wo ich dann vielleicht einmal mit der Straßenbahn fahren kann. Es gibt Anrecht-Token, Eintritt in ein Konzert von mir aus. Es gibt Datentoken, die irgendwelche Informationen repräsentieren. Und es gibt Spaß-Token, die halt jetzt keine Bedeutung haben. Die hat man halt nur zum Spaß. Und dann gibt es halt noch unlautere Token. Das sind Token von Betrugssystemen, die Bedeutung oder die Regeln, die mit den Token verbunden sind, nicht richtig veröffentlichen. Also wo man quasi zweifeln darf oder wo es halt auch Fragezeichen gibt. Und auch diese unlauteren Token hat auch die BaFin mal auch als Tokenklassifizierung mit angenommen. Ansonsten gibt es andere Tokenklassifizierung, gerade jetzt so aus Amerika stammt, mit Utility- und Security-Token. Und es gibt natürlich auch noch die internationale Token-Standardisierungs-Association, die sich da auch mit diesen Sachen beschäftigt. Aber ich glaube, da kannst du auch noch ein bisschen was dazu sagen, Ralf, ne? Ja, nach dem, was ich weiß, ist die in Europa im Wesentlichen entstanden und definiert worden
ich glaube, zwischen Schweizer, die ist auch, glaube ich, diese Association in der Schweiz angesiedelt und ein paar Kollegen, also der Professor von der Frankfurter Business School, Professor Sandner, ist da, glaube ich, auch beteiligt und aus dem Blockchain-Meetup von meiner Organisationskomitee, ich glaube, der Johannes Pfeffer, der hat da auch mit dran gearbeitet, aber bloß am Anfang. Genau weiß ich es nicht. Ich werde ihn nochmal fragen. Offensichtlich ist es aber notwendig, dass sowas gemacht wird. Ich kenne sowas ja von Wertpapieren auch. Und naja, wir werden ja sehen, ich sag mal, wenn durch die Standardisierung beziehungsweise durch die Digitalisierung und Blockchainisierung die digitalen Assets von dem herkömmlichen Aktien, sonst sowas, Wertpapiere, Depothandel, immer mehr in die, denke ich, ins Digitale gehen, dann werden wir solche Standardisierungsdinge wahrscheinlich brauchen. Ja. Das ist richtig. Also die Organisation ist abgekürzt ITSA, also ITSA. Und der Pfeffer, den kenne ich auch, der hat maßgeblich die Sachen mitentwickelt. Ich finde die aber, die haben da verschiedene, ich glaube, 10 Parameter haben die da. Und das ist sehr detailliert. Und bei manchen Sachen ist es schwierig, da so auf die Schnelle eine Klassifizierung zu finden. Und deswegen hatten wir diese einfache Variante, Bezahltoken, Ertragstoken, Produkttoken und so weiter gemacht, die, sagen wir mal, der Name relativ einfach ausdrückt, was dahinter verbirgt. Und die haben bei der Standardisierung, ich glaube, verschiedene Buchstaben noch verwendet. Ja. Ich habe da noch was gehört. Es gibt fungible und nicht fungible Token. Was ist denn das für eine Klassifizierung? Ja, das ist richtig. Es gibt auch fungibles Geld. Also fungibel heißt ja, eine Einheit hat so viel Wert wie eine andere Einheit. Das heißt, wenn ich 5 Euro oder wenn ich 1 Euro habe, ist der genauso viel wert wie jede andere 1-Euro-Münze. Und nicht fungible Token ist besonders in Ethereum, gibt es da einen entsprechenden Standard. Und bei nicht fungiblen Token, Beispiel war CryptoKitties, das heißt, jeder Token repräsentiert ein eigenständiges, eigenes Subjekt, Objekt, was auch immer, mit eigenen Merkmalen. Und ein, sag mal, ein Crypto-Kitty ist nicht genauso viel wert wie ein anderer Crypto-Kitty. Und ja, ich habe das so verstanden, dass nicht fungible Token eigentlich für Dinge genutzt werden, die ein Unikat darstellen. Gerade heute hatte ich da eine Diskussion dazu. Also so ein Crypto-Kitty ist ja auch, keiner ist so wie der andere, weil er irgendwie immer andere Eigenschaften, Bewertungen, Farben, was weiß ich, was man da alles an Eigenschaften nehmen kann. Und sehr oft werden nicht fungible Token ja auch für die Repräsentation von entweder digitalen Kunstwerken oder auch, sage ich mal, von analogen Kunstwerken, die dann aber einen eindeutigen oder einen Bezug haben, dass es das eben nur einmal gibt. Also das war so mein Verständnis von nicht fungiblen Token. Ist das richtig? Ist richtig, ja. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir bestimmt auch noch einen Podcast drüber machen können, im Gesamten. Genau. Also das ist ganz, ganz groß im Kommen gerade. Und man muss auch fairerweise sagen, Bitcoin ist ein nicht fungibles Geld. Das heißt, ein Bitcoin hat nicht genauso viel Wert wie ein anderer Bitcoin. Das stimmt. Und das, der Grund bei Bitcoin liegt in der Historie, weil ich kann bei jedem Bitcoin bis zur Jungfernblock rückverfolgen, wie der bewegt und verteilt und übertragen wurde. Und deswegen, weil Bitcoin eine Geschichte hat, sind Bitcoins auch nicht fungibel. Könnte man dann so ein Geld auch historisch nachvollziehbares Geld bezeichnen? Ist das, ja. Macht das Sinn? Ja. Okay. Ist für Ethereum eigentlich genauso üblich. Und deswegen ist ja auch Monero entstanden, um wirklich das Geld fungibel zu machen. Also ein digitales Geld mit Fungibilität, weil es keine Historie hat. Wenn man jetzt so, ich habe vorhin verstanden, dass man eigentlich auch selbst in der Lage ist, sogenannte Token zu erzeugen oder zu emittieren. Wie erfolgt denn sowas? In der Regel erfolgt sowas mit Hilfe von Smart Contracts. Bei
bei Wave. Das ist eine Blockchain, die von Russen entwickelt wurde und da auch populär war oder vielleicht auch noch ein bisschen ist. Gab es eine einfache Oberfläche, dann konnte ich mir beliebig viele Tokens kreieren und konnte dann einstellen, ich will nur 1 Million Token haben oder ich will die Tokenzahl später noch erhöhen können. Und bei Ethereum gibt es auch Smart Contracts, die im Internet zu finden sind, wo ich mir recht einfach mit wenigen Klicks innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde selber Token kreieren kann. Und wichtig ist, so ein Token korrespondiert immer mit einem Smart Contract. Und ich denke mal, technischer sollte man jetzt nicht werden, aber wichtig ist, wenn ich Token habe und verwende und nutzen will, dann ganz am Anfang bei der Geburt des Tokens gab es da einen Smart Contract, also ein kleines Softwareprogramm, was die Tokenparameter festlegt. Mhm. Ja, diese Smart Contracts, das ist schon mal so interessant. Das sind also Softwareprogramme, die ja auf einem Computerprotokoll bzw. natürlich aus einer Programmiersprache entstehen und mit denen es möglich ist, auf der Blockchain natürlich, ich sag mal, für eine informationsgestützte Verbreitung, Validierung und Durchsetzung von, man kann auch sagen, Verträgen, ja, also Regeln zu sorgen. Und das Ganze wird eben auch genutzt dadurch, dass man Regeln in Form von Programmiercode programmieren kann, dass wir dadurch in der Lage sind, nachvollziehbare, irreversible Transaktionen durch den Computercode ausführen zu lassen, ohne dass bei der Übertragung einer Transaktion, bei einer Transaktion übertrage ich ja immer was von A nach B, ohne dass dort Dritte dabei sein müssen. Also ich kann darüber auch Werte übertragen. Und wenn ich ansonsten heute Geld von A nach B digital überweisen möchte, dann muss ich das Stand heute eigentlich über eine Bank machen, in den allermeisten Fällen. Und die Werteübertragung in Form von Computercode gleich Smart Contracts, die kann eigentlich, also was heißt eigentlich, die kann ohne Dritten, das heißt ohne Banken oder ohne einen sogenannten Intermediär erfolgen. Und das Vertrauen, wie wir wissen, wird dort durch den Konsensusmechanismus hergestellt, aber da will ich jetzt nicht tiefer weit reingehen. Es ist aber nochmal ganz wichtig zu sagen, dass Smart Contracts, die sich als sozusagen Softwareprogramme, die als Verträge, Contract gleich Vertrag, bezeichnet werden, stellen keine juristischen Verträge dar. Man kann durchaus, wenn es akzeptiert wird, juristisch vereinbarte Regeln in Form eines Ablaufs, einer Ablaufsteuerung etablieren, aber sie sind vor Gericht als solches nicht anfechtbar, juristisch. Das ist ganz wichtig, ja. So, muss ich mal kurz einhaken, Ralf. Das ist richtig mit den Verträgen. Da haben wir später uns auch noch auf unserer Liste einen Gast vorgemerkt, mit dem wir das mal besprechen wollen. Aber du hast eine Sache gesagt, mit der ich nicht ganz einverstanden bin. Nach meinem Verständnis brauche ich nicht unbedingt, um jetzt Werte oder Token zu übertragen, brauche ich nicht unbedingt einen Smart Contract. Ich brauche einen Smart Contract, wenn ich eine Programmierbarkeit vom Geld haben will. Und ich brauche einen Smart Contract, wenn ich neue Token oder mit den Token irgendwie was machen will. Aber für eine bloße Überweisung eines Tokens von mir zu dir brauche ich nicht unbedingt einen Smart Contract. Das ist richtig. Smart Contracts werden dann angewendet, wenn ich eine regelbasierte oder entscheidungsbasierte Übertragung von Werten auslösen, verteilen, übertragen möchte. Das stimmt. Ansonsten bin ich in der Lage, auch das Geld direkt zu überweisen. Dazu muss ich nicht ein Smart Contract haben. Wenn ich die Blockchain-Adresse oder die Wallet-Adresse des Portemonnaie des Empfängers kenne, kann ich das auch direkt machen. Das stimmt. Also du hast ja vorhin nach programmierbarem Geld gefragt und der Smart Contract ist quasi der Schlüssel für programmierbares Geld. Genau. So, und die Frage ist natürlich jetzt auch gleich wieder an dich zurückgestellt,
Ralf, und kannst zum Schluss vielleicht auch noch was sagen, Mario, welche Rolle spielen Smart Contracts bei DeFi? Ja, also nachdem wie ich DeFi kennengelernt habe, besteht die dezentralen Finanzprodukte fast ausschließlich oder eigentlich nur aus Smart Contracts, die regelbasiert eben, ich zahle etwas ein, ich tausche etwas oder ich suche nach einem guten Preis oder nach einer guten Versicherung, die in einem Smart Contract repräsentiert wird, je nach Finanzprodukt, was über DeFi abgebildet wird. Und das sind alles Smart Contracts, die auf verschiedenen Blockchains miteinander interagieren nach Regeln. Und das ermöglicht also eine ganz zuverlässige und Ausführung von Transaktionen, auch eine Automatisierung einer Vielzahl von unterschiedlichen Prozessen und regelbasierten Auslösungen. Und das Ganze muss dann, wenn Smart Contracts miteinander nach Regeln interagieren, auch nicht manuell überwacht werden, sondern es läuft vollautomatisch ab. Und das Ganze führt dazu, dass die Verwendung von Smart Contracts, dass es einfach im Finanzbereich, im dezentralen Finanzbereich, dadurch auch viel schneller, einfacher ist, und es reduziert Risiken von, also für die Parteien, die daran partizipieren, teilnehmen, es reduziert Risiken, dass man manuelle, menschliche Fehler macht. Es gibt natürlich nicht nur Vorteile, sondern es gibt auch ein paar Risiken, ja, die Smart Contracts und damit Computercode immer mit sich bringen. Natürlich ist so ein Computercode anfällig für Programmierfehler und auch an manchen Stellen Schwachstellen. Aber in Summe überwiegen ganz eindeutig die Vorteile, die Nachteile. Sonst würde sich dieser Boom, den wir gerade im dezentralen Finanzbereich erleben, nicht durchsetzen. Es geht einfach schneller, günstiger und ohne menschliche Interaktion, was da passiert. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, es ist schön, wir müssen uns nicht mehr untereinander vertrauen, wenn wir Geschäfte abschließen zwischen unbekannten Dritten, sondern wir vertrauen zusammen einfach nur noch dem Smart Contract, der ja im Prinzip in Code gegossene Regeln sind. Und solange wir zusammen dem Smart Contract vertrauen, können wir sozusagen über den Geschäft abwickeln miteinander. Im DeFi dann auch, ja. Genau, und das Vertrauen wird durch die zugrunde, auch weil die Smart Contracts ja eben auf Blockchains laufen, wird durch den zugrunde liegenden Blockchain-basierten Konsensusmechanismus hergestellt. Aber das sind also alles hochgradig kryptografische Verfahren, die dazu führen, dass mehrheitlich getroffene Entscheidungen diesen Konsens eben abbilden und die Smart Contracts eben dann dieses Vertrauen auch in die Finanztransaktionen mit übertragen. Also zusammenfassend kann man da wahrscheinlich sagen, dass man früher oder in der heutigen analogen Welt den Banken, den Notaren, den Rechtsanwälten vertraut hat, und hier vertraut man dann jetzt bei DeFi dem Computercode, der Software. Tja, also es ist immer gut, wahrscheinlich in der Zukunft einen Programmierer um die Ecke zu haben, der DeFi programmieren kann. Ja? Dem vertrauen wir dann mehr als den herkömmlichen Bankern. Na, ob das so ist? Wie gut, siehst du Marc, das mit dem Vertrauen? Willst du noch mal eine kurze Zusammenfassung machen, was du aus deiner Sicht heute mitgenommen hast? Ja, sehr gerne, genau. Um nochmal zu dem Vertrauen zu kommen, nicht nur Smart Contracts, auf die Smart Contracts und auf die Programmierer müssen wir vertrauen, sondern, wie ich das verstanden habe, ist auch Geld eine große Glaubenssache, und auch da müssen wir vertrauen in das Geld, dass das auch das wert ist, welchen Wert ihr ihm geben. Dann hast du das ja schön zusammengefasst, Thor, dass Geld, wir können es als zentral oder als dezentral definieren. Und dann hast du bist nochmal schön drauf eingegangen, auf die verschiedene Kryptowährungen, beziehungsweise dass Kryptowährungen und die Währungsmetalle dann eher dezentrale Gelder sind. Und nochmal ganz wichtig, dass Token und Münzen sich zu unterscheiden sind, bitte. Also es ist nicht dasselbe. Es wird oft, also ich merke, das wird in dem DeFi-Space, im Crypto-Space oft durcheinander gehauen, beziehungsweise es ist im Englischen auch oft das Gleiche.
hier im Deutschen, wir haben das Glück, wir können das unterscheiden. Und das werden wir jetzt dann in dem nächsten Podcast noch hören. Die Smart Contracts, über die wir gerade gesprochen haben, das sind eigentlich die grundlegenden Bestandteile und die grundlegenden Bausteine, auf dem DeFi aufgebaut sind, sozusagen die Voraussetzung dafür, dass es eigentlich alles funktioniert. Aber wie gesagt, da hört ihr einfach im nächsten Podcast DeFi 301 mal rein. Gut, das war's. Also, ja. Tschüss, bis in den nächsten Podcast. Tschüss. Bis dann.